Liebe Wallgau-TV Zuseherinnen und Zuseher, möchte Sie recht herzlich begrüßen zu der heutigen Ausgabe Tipps vom Apotheker. Ich bin der Inhaber von der Wallgau-Apotheke, mein Name ist Tobias Gut und möchte Ihnen heute einfach ein paar Informationen zu meinem Erkältungssymptom Husten näher bringen. Was sind jetzt so die adäquaten Mittel, die mir das Husten erleichtern, mich nicht in die Situation bringen, dass mich einfach Schmerzen verursacht im Lungenbereich, dass ich zumindest diese Hustenzeit, diese Hustenperiode halbwegs angenehm erträgen kann. Wichtig ist, dass wenn ein Husten auftritt, dass ich das Ganze mal nicht so sehe, wie ich in der Einleitung erwähnt habe, dass man das nicht gleich so panisch angeht und sieht, jetzt habe ich einen Husten, sondern das ganz gemütlich angeht und sich vor Augen hält, der erste Husten dient lediglich der Virenentfernung, dass die Viren einmal rauskommen aus der Bronchien, dass die nicht unten hocken bleiben. Sollte sich jetzt aber dennoch aus der Besiedelung ein Infekt ergibt, das heißt, dass ich einfach einen Erkältungshusten kriege, sollte man mal gleich der Sache nachgehen, dass man das Ganze nicht einfach durchwurschtelt, sondern sieht, gut, schauen wir mal, was gibt es für adäquate Sachen. Da finde ich, sind die Pflanzen die richtigen Mittel dagegen. Wir haben eine Vielzahl von heimischen oder in unseren Breiten bekannter Kräuter. Wir fangen da an mit Thymian, Käsepapille, Spitzwegerich, dann haben wir die Eibischwurzel, dann haben wir den Sonnentau, die Schlüsselblume. Kräuter, die nicht nur eine Wirkung haben, sondern wenn wir den Thymian herannehmen, der Thymian ist nicht nur schleimlösend, sondern tut meine leidgeplagten Lungenblösel entkrampfen. Das heißt, dass der Husten nicht so in eine krampfartige Situation ausartet, dass es leichter ist, einmal abzuhusten. Das in Form von Tee oder Saft eingenommen, bringt sicher eine ganz gute Linderung. Sollte sich jetzt aber der Husten eher trocken anhören, eher gereizt sie aus dem Hals, ist sicher ganz sinnvoll, dass man versucht, mit isländischem Moos, mit Bartflechten oder Akaziengummi, das mitunter in Form von Lutschtabletten, das heißt, der Saft in Pastillenform zuzuführen. Das ist einfach nichts anderes, wie der Saft aufkonzentriert, zu einer Pastille geformt. Und das tue ich einfach zergehen lassen und habe dennoch eine gute Beruhigung im Lungen- und im Halsbereich, wenn der Husten aus der Ecke kommt. Nicht vergessen dürfen wir aber auch viele klassische Hustenreizstiller, die einfach diese Reflexe, diese Hustenreflexe versuchen zu unterdrücken, sodass es zumindest eine halbwegs erholsame Nacht gibt, dass ich mich erholen kann, dass ich nicht die Schleimhäute oder das Lungengewebe übermäßig beanspruche. Weil ein übermäßig beanspruchtes Lungengewebe oder die Lungenschleimhaut, das ist auch nicht ideal, weil dann nachher kann die Schleimhaut ihre Funktion nicht hundertprozentig erfüllen. Darum ist es immer ganz sinnvoll, wenn man gleich einmal den beginnenden Husten schon versucht, im Keim zu ersticken. Wenn ich gleich dran bin, kann es durchaus passieren, dass ich den Husten durchaus nicht so lange mit mir rumziehe, dass es einfach schneller weggeht. Ganz wichtig ist, sollte ein Husten länger wie 14 Tage dauern, bitte unbedingt den Arzt konsultieren. Ist der Husten, wenn ein Kleinkind oder Säugling auftreten und wird nicht innerhalb von 2-3 Tagen besser oder verändert sich zum Guten, sondern es kommt der Temperatur dazu, sprich ob im Erwachsenen, bitte unbedingt einen Doktor aufsuchen, dass man mal ablassen hat, dass man mal der Sache genauer auf den Grund geht, wieso dass es schon so lang ist, dass man hustet. Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, ich habe Ihnen die eine oder andere Frage, die Sie zu dem Thema haben und beantworten können. Sollte es nicht so der Fall sein, bitte fragen Sie einfach in Ihrer Apotheke noch einmal nach. Sie kriegen sicher dort ganz gezielt Ihre Antwort.
Ich möchte mich jetzt verabschieden und wünsche Ihnen alles Gute und Gesundheit.